willkommen. Sehr aufmerksam. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder bei uns zu Gast sind, meine Damen und Herren. Liebe Fans von Bayer Leverkusen. Und irgendwo sind wir alle Fans von Bayer Leverkusen. Es hat nicht sollen sein. Ja? Aber ich muss sagen, 3x2 ist auch ein Triple. Ein Titel wäre schon nicht schlecht gewesen, aber vielleicht im nächsten Jahr. Und große Arbeit, meine Damen und Herren, nach diesem Spiel, ja, hat unser lieber Freund Günther Jauch geleistet. Haben Sie es gesehen, das Interview mit Klaus Toppmöller? Er hat mit Klaus Toppmöller im Grunde so gesprochen, wie er mit einem Kandidaten spricht, den er mit 50 Euro und er hat noch alle drei Joker nach Hause schickt. Dann haben Sie die Ehrentribüne gesehen, unser Ministerpräsident Wolfgang Clement, Gerhard Mayer-Vorfelder, Sepp Blatter. Ja, es ist Interpol. Ja, und für Gerhard Mayer-Vorfelder war es ja nicht nur das dritte Endspiel in wenigen Tagen, sondern es war auch mal wirklich eine Erholung vor der Verfolgung durch die Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Bisschen abschalten, auf andere Ideen kommen. Rainer Kallmund wurde gesehen direkt nach dem Spiel, wie er sein Handy genommen hat und gesagt hat, hör mal, Jung, guckst du noch? Ich habe jetzt gerade gesehen in der Tagesschau, er möchte Ulf Kirsten überreden, noch ein Jahr länger zu spielen. Dann wäre Ulf 37. Vielleicht holt er auch Manni Burgsviller wieder zurück. Und glaube ich 42, als er bei Bremen aufgehört hat. Meine Damen und Herren, haben Sie den neuen Stern gesehen? Haben Sie dieses Titelbild gesehen? Bild fragt heute zu Recht, darf man den Kanzler so abbilden? Ich weiß nicht, ich finde es unter künstlerischen Gesichtspunkten nicht schlecht. Ja? Das Feigenblatt ist, glaube ich, nur dran, damit die Diskussion über die gefärbten Haare nicht wieder losgeht. Nächste Woche veröffentlicht der Stern übrigens die Tagebücher von Edmund Stoiber. Das wird dann auch ein Knaller. Und der Stern muss damit rechnen, dass er juristischen Ärger bekommt, weil Guido Westerwelle möchte auch nackt auf den Titel. Komplett. Ohne alles. Helmut Schabert und Ben! Heute Abend haben wir eine der erfolgreichsten Bands der letzten Jahre zu Gast, meine Damen und Herren. Sie waren schon, es war schon hier Angelo, es war schon hier Joey. Ja. Heute Abend werden hier zu Gast sein Mighty und Jimmy. Und die ganze Family wird hier sein, heute bei uns, The Kelly Family. Live. Das hier ist die brandaktuelle CD. Knaller. Album, ja. Knaller, Album. Sagt man nicht Album? Sagt man nicht CD zum Album? Ja, es sind ja beides CDs. Das eine ist das Album, das andere ist die... Das ist die Album-CD. Ja. Ja. La Patata, 0 auf 3 eingestiegen in die Charts. Und das ist die Brand-Mega-Knaller-Auskopplung als Single. What's the matter, you people? What's the matter? Sagt man das? Die Kerle werden wissen. Die sprechen ja Englisch. Ja, ich hätte gedacht, das heißt What's the matter? Aber wahrscheinlich ist das so Slang. Aber ich habe festgestellt, ungefähr 70% von dem, was ich sage, ist falsch in der Show. Gestern habe ich unser Team oben in der Regie beleidigt. Ungerechterweise natürlich. Ich habe doch hier Pumuckl hingestellt, unseren Liebling des Monats. Ja. Ja? Dann war dieses schöne, danke Sven. Und dann war dieses schöne Logo, wo heißt also Pumuckl. Ich stelle es weg und bin zu sehen. Und sage, habt ihr weggeschnitten, war ein Fehler, wir sind doch hier nicht bei WDR 3. Genau, da waren die beleidigt. Sehr waren beleidigt, zu Recht. Ich habe mir das zu Hause angeguckt, natürlich war es mein Fehler. Denn ich hätte das Bild stehen lassen müssen bis zum Schluss. Du hast es weggezogen, dann mussten sie schneiden. Sie mussten schneiden, sie haben absolut super professionell reagiert. Mein Fehler, ja, erster Fehler gestern. Von den Kleinen will ich gar nicht reden, das war der erste große Fehler. Dann Helmut zu Unrecht beschimpft. Ja, ja. Wir beide. Ja. Wir beide Unrecht. Im Grunde kann man Helmut nie zu Unrecht beschimpfen. Nee, aber, nee. Aber gestern war das Thema, hat Schumi einen Stiefbruder? Ja. Und wir haben gesagt, nein.
Aber ja, im Grunde ist es ein Stiefbruder. Ja, ihr meintet Halbbruder, glaube ich. Ja, Halbbruder wäre, wenn der Vater oder die Mutter derselbe wäre, aber die Mutter und der Vater dann ein anderer. Ja. Das klingt einleuchtend. Ja, ja, ja. Ja. Und Stiefbruder, dadurch, dass der Vater Shumi eine neue Lebensgefährtin hat, die einen Sohn in diese Verbindung mit eingebracht hat, aber so wie bei Mette Marit, ja, genau, ist sozusagen der kleine Mette Marit. Wie heißt er eigentlich? Keine Ahnung. Mette Marit ist jetzt wieder mit dem Vater ihres Sohnes, also nicht zusammen, aber er tröstet, er passt auf sie auf, während Hawkhorn. Ja, Hawkhorn ist ja nicht da, so, er steht am Bett. Er steht am Bett und wacht. Ja, aber, es geht ihr gut, also ich meine, er bringt ihr Tee oder Blaubeersuppe oder was man in Norwegen so trinkt. Und bitte? Nicht ganz. Ich meine jetzt, ich bin noch beim... Shumi. Ja, ja, nicht ganz, Stiefbruder, weil die sind ja noch nicht verheiratet. Ja, eben. Die müssten heiraten. Ja. Übrigens, weißt du, wer auch Alpha Cup fährt? Wer? Einer unserer Gäste, Joey Kelly. Fährt auch Rennauto. Nein! Ja, ich habe mit dem zusammen trainiert. Das scheint ja immer mehr ein prominenten Sport zu werden. Joey Kelly fährt, hast du es gewusst? Nee, ich wusste nur, dass er Triathlon macht. Ja, Triathlon. Ja, das auch. Das ist so wahnsinnig sportlich. Ja, man lernt nie aus. Also heute Abend die Kelly Family, morgen Abend auch schon wieder Top-Besetzung hier bei uns. Oh. Morgen Abend hier bei uns Oliver Geissen und Mehmet Scholl, meine Damen und Herren. Mehmet Scholl, ob er uns einiges sagen kann hinter den Kulissen des FC Bayern? Was erlaube. Jetzt kommen wir zu unserer... Die FDP hat Ärger, habe ich jetzt gerade in Nachrichten noch gehört. Oh ja. Ja, und zwar ein Mitbürger, der, ich glaube, in Syrien geboren wurde, wollte in die FDP eintreten, war schon bei den Grünen. Ja. Und es gibt jetzt irgendwie bösen Ärger wegen antisemitischer Tendenzen. Sehr heikles Thema. Viele FDP-Mitglieder haben schon gesagt, wenn er kommt, treten wir aus. Jetzt, wo es gerade so gut läuft. Ich glaube, die FDP wird das alles geregelt kriegen, oder? Weiß man da Näheres über diesen... Ich glaube, er ist schon in der Partei, in der Nordrhein-Westfälischen, und jetzt sagt man aber vielleicht dann doch besser nicht. Da muss man ihn ausschließen? Könnte man ja. Das ist aber sehr heikel. Warum? Hat er was Konkretes gesagt, weswegen man ihn ausschließen müsste? Ja, er hat schon was sehr Eindeutiges gegen zionistische Umtriebe und sowas gesagt. Ach so. Also das heißt, das wäre bei genauer Prüfung auch für die FDP-Spitze dann schon ein Grund, wo man sagen könnte, man hätte vielleicht, aber weiß Möllemann davon Bescheid? Ja, natürlich, er ist doch irgendwie in der Deutsch-Arabischen Liga. FDP. Bitte? In der NRW-FDP. Und in der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Ja, selbstverständlich. Er stellt Kontakt her. Sehr kompliziertes Thema. Bin ich froh, dass es nicht mein Thema ist. Man weiß ja heutzutage nicht mehr, was man sagen darf. Was man nicht sagen darf, was man wo sagen darf, was man leise sagen darf, was man denken darf, was man in Anführungszeichen sagen darf und vor allem Dingen, wo man sagen darf, da bin ich missverstanden worden. Ich bedauere das, ich nehme es inhaltlich zurück, aber bedauere die Form, in der ich es gesagt habe. Ich finde die Form übertrieben, stehe aber voll zum Inhalt. Ich halte den Inhalt für fragwürdig, bin aber der Meinung, dass man über Form reden können muss. Ich habe formal vielleicht zu falschen Mitteln gegriffen, würde aber inhaltlich das Gleiche wieder tun. Aber alles das muss man parat haben, um nicht sozusagen permanent verhaftet zu werden. Genau. Ja. Kann ich eigentlich noch zum Beispiel sagen, was ich toll finde, ist, dass zum Beispiel Rainer Kallmund gestern sich extra als Schotte verkleidet hat, um mitten im Spiel aufs Feld laufen zu können. Das ist toll. Gute Idee. Hat auch nichts gut getan. So, wenn morgen Bundestagswahl wäre, welche Partei würde unser Studiopublikum wählen? 214 Wahlberechtigte, 189 gültige Stimmen, 88,3%. Eine relativ schwache Wahlbeteiligung. Unter 90, ja. CDU, CSU 26,5%, SPD 21,7%, Grüne 19%, FDP 28%. Und PDS 4,8%. Das heißt, ich glaube, eine Premiere. FDP zum ersten Mal stärkste Partei. Ich glaube, einmal hatten die schon, da hast du auch vorher gesagt, ich glaube, ich kotze, hatten die über 35. Ja. Und PDS nicht mehr im Deutschen Bundestag. Zählt da nicht diese Ossi-Klausel noch, dass wenn die da... Was soll eigentlich dieses diskriminierende Vokabular, diese Ossi-Klausel? Was soll das denn sein, Ossi-Klausel? Reicht das nicht, wenn die... in den neuen Bundesländern über 5% haben. Da sagst du was. Wer könnte das denn wissen? Weiß das jemand von Ihnen? Genügt das, wenn die PDS in den neuen Bundesländern über 5% hat? Nein. Nein. War das mal so? Ja. Ja, vielleicht als Starthilfe fürs erste Mal, oder? Ja. Wir arbeiten hier das ganze Grundgesetz auf.
Genau. FDP stärkste Partei, da fragt man sich natürlich nach den heutigen Querelen, obwohl oder gerade weil. Eben. Vielleicht treten mehr ein als aus. Vielleicht muss Westerwelle eine Drehtür anbringen. Aber haben sie wahrscheinlich. 28%. Formal sicher diskussionswürdig, aber inhaltlich doch eher zweifelhaft. Genau. Inhaltlich durchaus zu überprüfen, formal unter keinen Umständen akzeptabel. Formal die Grenze der Toleranz weit ausweitend, inhaltlich in einem Bereich, wo ich als Demokrat sagen muss, Mahlzeit. Diese ganzen Floskeln, wir brauchen mal so ein Floskellexikon. Wie ich in der deutschen Mediengesellschaft überleben kann, ohne dass ich ständig einen Staatsanwalt in meinem Nacken spüre. Mit einem Vorwort von Gerhard Mayer-Vorfelder. So, jetzt kommt das Klassenbuch, meine Damen und Herren. Gerade in unserer Klassengesellschaft ist es immer wichtiger, ein Klassenbuch zu führen. Das ist mein Lieblingssatz von Max Frisch. Ja, welcher? Ja, aus dem Stück Biedermann und die Brandstifter. Wir haben doch keine Klassengesellschaft mehr. Ich bedauere sehr, dass gerade in den unteren Klassen immer wieder von Klassengesellschaft geredet wird. Ja, Müntefering ist im Grunde eine Art Klassenkasper. Weil er noch so mit diesen Holzhackersätzen dran glaubt. So, Thema heute, Kanzler nackt, FDP-Konkurs, Helmut rehabilitiert. Klammer auf, leider. Bemerkungen. Marco und Nathalie. Immer noch auf Dienstfahrt in Cannes. Unglaublich. Gibt es Neues? Ja, ich habe das gestern übergangen, denn Sie haben ja mit David Lynch nicht nur gesprochen. David Lynch ist ja der Jurypräsident. Ja, genau. Ja. Das war auch die Pressekonferenz der Jurymitglieder mit Sharon Stone und David Lynch. Da steht Sharon Stone wieder genesen. War sie krank? Wo steht das? Habe ich heute Morgen gehört, im Frühstücksfernsehen. Aber war sie wohl krank, ne? War sie krank, sonst wäre sie nicht wieder genesen. Ja, eben. Obwohl, ja? Bitte? Nee, du zuerst. Ja, okay. Also, was jetzt? Jetzt hat Nathalie hat jetzt eine Frage an George Lucas gestellt. Und Sie sind im Moment, sind Sie der Lady Limburg wohl untreu geworden. Sie sind auf einer anderen Yacht von Arte. Die können sich eine Entschuldigung, der Arte hat eine Yacht? Arte hat eine Yacht gechartert für drei Wochen. Bitte, entschuldige mal. Sag mal diesen Satz ganz langsam. Arte hat eine Yacht gechartert? Ja, mit vier Stockwerken. Vier Stockwerke. Mit vier Stockwerken? Das hat ja nicht mal ihr Büro in Straßburg. Ja. Arte hat eine Yacht gechartert? Wieso das denn? Der Anlass ist wohl, sie sind wohl kofinanzierte Filme, die irgendwie... Dieser Pleitesender, ja, genau. Der schon längst dicht gemacht hätte, wenn ich nicht jeden Abend gucken würde. Eine vierstöckige Yacht erinnert mich an die Haffas früher, als es noch cool war, bei den Haffas eingeladen zu werden. Genau. So ändern sich die Zeiten. Formal waren sie immer korrekt, aber inhaltlich haben sie ein bisschen getäuscht. Bitte? Weißt du, wen heute Abend Nathalie auf dieser Yacht trifft? Lass mich raten, gib mir einen Hinweis. Amerikaner? Nein. Was war das da oben? Lampe. Waren das Verdi-Maßnahmen? Na, das war eine Lampe. IG Licht und Funzel oder was? Ja. Sind eigentlich Mitarbeiter von uns in der Gewerkschaft? Eigentlich sollten Mitarbeiter von uns auch in die Gewerkschaft. Ich möchte mal so Schlichtungsgespräche haben mit so hässlichen, mit so hässlichen Thermoskannen. Und ich möchte vor allem, wenn die Tagesschau filmt, mir die Socken hochziehen. Das habe ich gestern gesehen, diese eine ganz strenge. Ja, ich weiß immer nicht, ob Metall oder Arbeitgeber, ist ja auch wurscht, ist alles das Gleiche. Der hat sich die Socken hochgezogen vor dem Tagesschau-Interview. Menschen, die noch nicht so oft in der Tagesschau waren, ziehen sich gerne mal die Socken hoch. Ja, anstatt zu sagen, Friede in den Hütten, Krieg in den Palästen. Jawohl. Das erwarte ich eigentlich von einem Gewerkschafter, oder? Stattdessen schleicht er mit 4% nach Hause. 40% wären drin gewesen, aber okay, wenn ihr euch da über den Tisch ziehen lasst. Vielleicht bin ich da inhaltlich jetzt zu weit gegangen, aber formal war es außerhalb jeder Diskussion. Absolut. Wen trifft Nathalie auf der Vierstöckigen, wie heißt dieses Schiff? Keine Ahnung. Werden wir am Dienstag oder Mittwoch von ihr erfahren. Ja. Wen trifft sie? Wen trifft sie? Amerikaner? Nein. Deutschen? Nein. Franzosen? Ja. Regisseur? Nein. Schauspieler? Ja, in. Schauspielerin? Isabelle Huppert? Nee, auch nicht so richtig Schauspielerin. Sängerin? Nee. Nicht so richtig Schauspielerin? Ja, hat, glaube ich, mal jetzt im Film, ja doch, hat in einem Film mitgespielt, aber ist eher so
keine Schauspielerin. Keine Schauspielerin, keine Nein. Sängerin? Nein. Auf der Yacht von Arte? Ja, aber echt so. Oh. Korsika. Letizia Casta? Ja, genau. Ja, gut, also das ist ja nur. Ja. Ja, okay, aber. Ja, wie ja, okay. Ja, aber das ist ja irgendwie so, das ist so, das ist diese Art von Frauen, die sich irgendwann mit so Gummibärchen zwischen den Zehen die Nägel. Isabelle Huppert, das wäre die einzige gewesen, die mich vom Stuhl gerissen hätte. Okay, nächstes Mal. Nächstes Mal vielleicht. Und wen trifft Marco? Ja, wie, nix, der organisiert das alles. Ach so. Niemand, nicht mal irgendwie einen bulgarischen Kellner oder so? Das war nicht ausländerfeindlich. Es war nur die Behauptung, ein bulgarischer Kellner. Wie ein englischer Koch oder ein norwegischer Kapitän. Europa wächst zusammen. Franz Beckenbauer hat auch schon wieder einen neuen Werbevertrag, habe ich gesehen. Mit? Ja, für Deutsche Postbank. Ich sag das gerne mal, weil die Deutsche Postbank freut sich ja. Ja, klar. Stell dir vor, du gibst Franz. Man kann ja bei Franz nicht mehr unterscheiden, wofür er jetzt Werbung macht. Fährt er mit dem Golfwagen rum oder kommt Claudia Schiffer rein? Und jetzt habe ich gestern Abend gesehen, er geht rum und sagt, der Italiener an sich hat immer ein Handy. Und der Engländer freut sich, wenn er in der Schlange stehen kann. Ja, meint der Japaner, hat immer seinen Laptop. Es wirkt nicht herablassend, weil durch seinen Charme fängt das auf. Mhm. Prominente in der Werbung. Tolle Sache. Ich habe noch nie Werbung gemacht. Ich habe mich nur für Produkte fotografieren lassen, von denen ich zutiefst überzeugt bin. Ah. So, warum sage ich das, meine Damen und Herren? Warum sage ich das? Unser lieber Freund Günther Jauch macht eine Werbekampagne, die wir nur unterstützen können. Klar. Ja, nämlich Kulmbacher. Krombacher. 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 Da geht's schon los. Ja, entschuldige mal, Krombacher, Kulmbacher. Kulmbacher. Nicht Krombacher. Krombacher. Kulmbacher waren die berühmten, die berühmten Filmnächte. Kulmbacher? Kulmbacher, die Stadt, wo Herr Gottschalk herkommt. Ja, da waren doch diese erfolgreichen Filmnächte in Sat.1, genau, wo genau. Tommy Gottschalk sich mit einem prominenten Film angeguckt hat. Und ohne dann, Werbung, ohne Werbung. Ohne Werbung, ohne Werbung. Und jetzt Krombacher. Jetzt kommt Krombacher. Ja. Günther Jauch unterstützt jetzt also diese Regenwaldaktion von Krombacher. Genau. Kulmbacher. Kulmbacher war. Also ist immer noch, kann man immer noch trinken, aber jetzt ist Krombacher. Ja, es sind ja zwei ganz andere Biere. Das ist ja das völlig andere Biere. Welches Bier trinkst du heute? Oder ich kommt das jetzt nicht? Du bist ja so strikt im Ablauf. Nein, ein Kirner, passt doch gerade, ein Kirner. Ein Kirner? Ja, weißt du, wo Kirn ist? In der Eifel. Nee, an der Nahe. An der Nahe, meine ich ja. Zwischen Hunsrück und, ne, das ist aber nicht die Eifel. Überhaupt nicht, das ist der Hunsrück. Südhunsrück. Ja, da kommen wir gleich später, denn da hat der Andrax seine Urlaubswoche verbracht, im Hunsrück. Aber ich darf schon mal trinken, ja? Ja, zum Wohl. Günther Jauch macht für Kulm? Krombacher. 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 Jeden Scheiß schreibt ihr mir auf und das will nicht. Ja. Für Krombacher. Was ist das jetzt? Der neue ZDF-Intendant Heinz Krombacher? Mit Bindestrich, das irritiert mich. Krombacher. Na, ist okay, sonst wäre Schleichwerbung. Günther Jauch wirkt für Krombacher. Ja. Man bringt das ja nicht mehr. Günther Jauch wirkt für Krombacher. Franz Beckenbauer wirbt für die Deutsche Postbank. Ja. Und Thomas Gottschalk hat mal diese Kinonächte ohne Werbung für Kulmbacher gemacht. Genau. So, jetzt haben wir es. Und Krombacher, das wissen Sie, pro Kasten, der gekauft wird, muss nicht mal getrunken werden, genügt einfach gekauft, wird ein Quadratmeter Regenwald gerettet. Und das hat viele Firmen auf die Idee gebracht, jawohl, das machen wir auch. Der Slogan heißt Handeln und Genießen. Wir genießen das Bier und handeln für die Natur. Das sagt auch IKEA. IKEA ist auch eingestiegen. Das ist die neue Aktion von IKEA. Handeln und genießen, entdeckte Möglichkeiten. IKEA sagt, für jedes IKEA-Regal, das Sie auf Anhieb zusammenbauen, bekommen Sie von uns einen Kasten Krombacher. Handeln und genießen. IKEA-Bock. Dann Beefy, die fantastische Salami. Oh. Ich glaube, das mache ich nicht, ist mir zu heikel. Das könnte Ärger geben. Es gibt juristisch häufiger mal Ärger, meine Damen und Herren. Nicht nur juristisch Ärger, sondern auch Firmen stornieren Werbekontingente. Wenn man
Wir sind da sehr unsicher. Wir haben unseren Showanwalt, Herrn Westermann, mit dabei. Namens Herr Westermann. Herr Westermann ist der Showanwalt, der 24 Stunden am Tag bei uns im Dienst ist. Ich weiß nicht, ich sag's mal andeutungsweise, der Zusammenhang zwischen einer Salami und Tieren im Sinn von Hunde und Katze sollte besser nicht hergestellt werden, oder? Lass ich, glaube ich, eher weg. Ja, lass mich. Ne. Hatten wir schon mal mit. Teewurst. Und das hier geht. Das ist Nike. Die sind locker, die sind super drauf. Eine tolle Firma. Nike, handeln und genießen mit der großen Aktion. Für jeden Turnschuh, den Sie kaufen, retten Sie ein thailändisches Billiglohnarbeiterkind vor der Arbeitslosigkeit. Das finden wir richtig gut. Schöne Sache. Eine sinnvolle Aktion gegen Arbeitslosigkeit. So, Uhu. Uhu will übrigens auch die drei Mädchen aus Metzingen genau. haben. Henkel will sie auch. Ja. Irgendwo werden sie kleben bleiben. Mein Lieblingsgag lange Zeit von Otto mit Uhu. Schon mal erzählt? Nee, mach mal. Hallo, Vicky. Hey, ein Uhu. Ja. Wieso ist er nicht in seiner Tube? Lange Jahre. Urlaub. Hier geht's um Vernichtung Gehirnzellen. Das lass ich lieber weg. Herr Westermann, Uhu und das mach ich lieber nicht, oder? Ja, nee, ich verstehe, ich verstehe. Das geht aber. Coca-Cola, die haben Humor. Die sind auch nicht so mächtig. Nö. Das geht. Handeln und genießen Coca-Cola mit dem Slogan: Mit jeder Dose Coca-Cola, die Sie trinken, verkauft Pepsi eine Dose weniger. Nokia und eine Bemerkung über Mitbürger aus Südeuropa, die zwar zur NATO gehören, aber unter Menschenrechtsgesichtspunkten noch das ein oder andere Formular für die EU ausfüllen müssen. Thüris Grant. Herr Westermann? Auch, ja. Sie haben ja auch Glasscheiben. Und das geht. McDonald's. McDonald's kann man... Ah, die haben echt Humor. Die haben absolut Humor. Total. Also die, wenn eine Firma Humor hat, dann ist McDonald's. Ja, absolut. Nicht umsonst gehe ich dort jeden Tag essen. Mit dem Kaffee von Burger King gehe ich zu McDonald's rein. Also McDonald's, die haben absolut Humor. Ja, die fordern immer Kassetten an, wenn man sie wieder irgendwie beleidigt hat. Na, was heißt beleidigt? Wenn wir einen Scherz gemacht haben, der von kleineren und armseligeren Unternehmen sofort den Justiziar, wie diese eine Handtaschenfirma aus München. Ja, genau. Oder diese bröselnde Keksfirma aus Schleswig-Holstein. Ja. Die können sich Prozesse gegen uns überhaupt nicht leisten. Auch aus Biedermann und die Brandstifter. Wenn ja. Herr Biedermann es sich leisten kann, einen Prozess zu verlieren oder zu gewinnen. Für jeden Big Mac, den Sie essen, roden wir für Sie einen Quadratmeter Regenwald. Das finden wir richtig gut. Wie heißt die Hauptstadt von Syrien? Ist das nicht Dar es Salaam? Damaskus, glaube ich, oder? Ach klar, Damaskus. Ja. Ja. Wo ist Dar es Salaam? Irgendwo in Afrika. Nicht irgendwo in Afrika. Dar es Salaam ist die Hauptstadt von? Na, wenn ich es wüsste, würde ich... Weißt du das? Elfenbeinküste? Nein. Nee. Tansania? Vielen Dank. Warst du das, Cyril? Ja. Cyril, unser Regisseur, den ich gestern zu Unrecht beschimpft habe. Ja, genau. Der macht mal einen Fehler. Aber diese Stimme gefällt mir. Das ist toll. Ja, klar. Ja, kommt gut, ne? Ja, das ist irgendwie so wie früher das Lenore-Gewissen. Gibt's das eigentlich noch? Das Lenore-Gewissen? In einem Zitat taucht es, glaube ich, immer noch mal auf. Also in einem ironischen Zitat. Ja, die schöne alte Werbung gibt's nicht mehr. Immer diese moderne Werbung. Ich kapiere teilweise gar nicht mehr, welche Produkte das sind.
Es gibt jetzt Fanpuppen von Herrn Andrade. Wenn ich das mal in die Stille rein kolportieren darf. Vergesst Star Wars. Ab morgen fangen wir an, Star Wars madig zu machen, oder? Gerne. Können wir uns das leisten? Haben die teure Anwälte? Nö. Nee. Ja. Also, Star Wars nicht madig machen, aber künstlerisch kann man ja sagen. Es ist ein unfassbarer Erfolg, es ist ein großer kommerzieller Erfolg, aber künstlerisch kann man anderer Meinung sein. Zum Beispiel, da bist du juristisch aus dem Müller. Aus dem Schneider. Und Sat1 hat blitzartig reagiert. Vergessen Sie Star Wars, meine Damen und Herren, die Harald Schmidt Limited Edition. Es gibt jetzt Special Action Figure Manuel Andrack with 6 bottles of beer. Schauen Sie sich das hier an. Ja. Geil! Toll! Ja. So, die Anfragen häufen sich. Viele Menschen möchten meine Yacht gerne mieten, die Lady Limburg, die vor Cannes liegt. Und versuchen Sie nicht mit dem Preis zu handeln, 80.000 Dollar, drunter geht es nicht. Es ist die Besatzung mit dabei, es ist die Verpflegung inklusive. Ich habe 2 neue Fotos für Sie. Das, wie gesagt, das kennen Sie schon, das sind meine Eltern, als sie das Schiff abgeholt haben auf der Werft im Schwarzwald. Ich sage es immer wieder, das ist schön. Das ist der Lunch Table. Aha. Ja, Lunch. Lunch für 4 Gäste. Eingedeckt mit alten Kulissen von der Glücksspirale. Und das hier ist auch für Frühstück oder wenn ich abends mal Gäste habe. Ist das das gleiche Deck gewesen? Nein. Ach so. Das ist das A-Deck und das andere war das B-Deck. Na klar. Ja. Können wir das andere Deck nochmal sehen? 4 Tische, 4 Plätze. Ja. Ja. Und jetzt das andere Deck nochmal. 6. 6, sehr gut. Könnte aber auch sein, dass es derselbe Tisch ist, nur für 6 Leute eingedeckt und bei einem war es nur 4. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Da unten, da vorne, wo die Ringe sind, da schlafen Clerici und Kai Pflaum. Ja. Ist okay. Ja, wenn Sie müde sind vom Rumrasseln. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt etwas, wo Sie sagen, es muss nicht immer teuer sein, Gutes liegt so nah. Herr Andrack hat seinen Urlaub die letzte Woche in unserer Heimat verbracht. Wo genau? Im Hunsrück. Also ich war wandern auf dem Hunsrück Höhenweg. Kennt man den als Wanderfreund? Ja, da kann ich auch direkt mal ein Foto zeigen. Das ist, muss man immer dem Haar lang. Also da habe ich ein Foto gemacht, also von mir selbst. Das sind dann immer an den Bäumen so Markierungen. Ja? Ja. Das ist Haar. Der Hunsrück, na, das kann man glaube ich jetzt da nicht. Das habe ich dann, ist dann doch ein bisschen. Und da muss man dann immer dem Haar hinterher. Folgen Sie dem Haar? Ja, genau. Ja. Da hast du dich selber fotografiert, so mit Arm weggehalten? Und ja, genau. Schön. Ja, ne? Hattest du auch Karten? Also Wanderkarten? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das schon. Ja. Guck mal, hier habe ich mich nochmal fotografiert. Wunderschön, der Raps hat geblüht. Hast du da schon was für den Regenwald getan auf diesem Foto? Nein, nein. Sieht schon ein bisschen so... Hier habe ich meine Wanderung gestartet in Emmelshausen. Da war auch ein Großereignis in dieser Zeit. Was war das? Die Deutschen Meisterschaften im Sitzball der Behinderten. Ah ja, 3. und 4. Mai. Ja, wusste ich gar nicht, dass das gibt. Ja. Ja. Gesponsert von wem? Königsbacher ist ja auch eine Koblenzer. Königsbacher. Wie viel Prozent der Brauereien enden eigentlich auf Bacher? Königsbacher, Kulmbacher, Krombacher, Bittbacher, Königsbacher, Warsteiner und Schäferbacher. Genau. Noch was? Du zeigst ja deine Yachtinnenräume. Ich zeig mal, ja, wo ich so übernachtet habe. Das war eine Pension. Wie hieß die? Das war das Café Gräf in Blankenrath. Schön. Und die hatten Fremdenzimmer, wie das ja so heißt. Das ist schön. Steht da auch so ein Schild raus, größte Bockwurst im Hunsrück? Nein, nein. Das war wirklich toll. Ja. Ja. Und dann habe ich hier noch ein Foto von einer Rast. Das war am zweiten Tag. Da hatte ich schon Blasen an den Füßen. Da habe ich dann mal die... hier kann man das, da war die Ausbuchtung da, das ist eine Blase. Na, also linker Fuß. Da unten unter der Ferse kommt so eine Blase hervor. Hast du schon mal mit Schuhen in der passenden Größe probiert? Ja, ja, ja. Aber die Wanderschuhe sind, glaube ich, nicht optimal. Das ist so ein italienischer Hersteller, da gehe ich nicht mehr mit. Vorsicht! Ja.
Es gibt bestimmt tolle italienische Hersteller, aber der... Die besten Wanderschuhe hat eigentlich Nike, finde ich. Wanderschuhe ja. von Nike? Nike und einen Burger rein und das ist... eine schöne Cola in die Hand. Ja, sehr gut. Ein Ikea-Regal auf den Rücken und ab geht's in Gottes schöne Welt. La Patata ist das Album und What's the Matter, You People ist die aktuelle CD. Herzlich willkommen von der Kelly Family, Mighty und Jimmy Kelly. Hallo, Jimmy. Sagt man Mighty oder Maite? Maite. Ja. Maite. Du bist die Einzige, die in Deutschland geboren wurde. Ja, in Berlin. Ja. Hast du einen deutschen Pass? Nee, aber ich könnte einen haben. Aber ich habe schon einen irischen und einen amerikanischen. Und ich glaube, drei darf man nicht haben. Aha. Ich glaube, sogar zwei darf man nicht haben, aber egal. Doch, ich glaube schon. Ja? Ja. Wo bist du geboren? Ich bin in Spanien geboren. Bist du Spanier? Ich bin Irländer. Wieso seid ihr alle Irländer? Weil die Eltern Iren waren? Meine Eltern waren in Amerika geboren, aber unsere Großeltern waren in Irland geboren. Und einmal irgendeiner in Irland geboren, ist man immer. Einmal Ire, immer Ire. Das genau. ist die Tradition. In Amerika, alle irische Amerikaner sagen, wir sind ja. irisch. Die fahren ja auch dann immer rüber zu dem St. Patrick's Day. Ja. Ganze Jumbos voll Irland. Wart ihr auch schon mal in den USA beim St. Patrick's Day? Ja, ja. Wir waren in New York. Ja. Schon ja. Und sogar die ja. Der Rhein ist sogar grün. Der Hudson. Der Hudson. Ja. Der hat's. Ja, ja. Nee, stimmt. Ich bin schon so. Kein Problem. Nicht jeder ist fehlerlos wie ich. Ich bin schon so eingedeutscht. Ja, ich finde das toll. Ich finde das toll. Letzten Endes für uns Deutsche ist überall der Rhein. Ja. Jetzt seid ihr auf Tournee. Wo seid ihr in der Tournee? Seid ihr mittendrin oder habt ihr gerade erst angefangen? Wir sind mittendrin im Moment. Wo wart ihr gestern? Gestern in Braunschweig. Oh, ja. Schöne Stadt, wunderbare Stadt. Ja. Schöne Stadthalle? Wir waren in so eine alte, Disco. Alte Diskothek. So eine Fabrik. Ganz, es war eigentlich ja. sehr, sehr cool. So ein bisschen wie der Ölberg. Ja? Ja, war ganz toll. Und wie sind eure Fans? Ich habe gesehen, ab 10 Uhr morgens waren schon wieder die Mädels draußen, haben gewartet. Aber sie haben also einen friedlichen Eindruck gemacht. Gut, sie waren auch bewusstlos durch ja. die Hitze. Aber sind die Fans einigermaßen zivil jetzt geworden? Die sind bei uns? Ja, viel, viel ruhiger geworden ja. als früher. Ja, ja. ja absolut. Wo seid ihr morgen? Wo spielt ihr morgen? In Prag. In Prag? Ja. ja. Fahrt ihr da mit dem Bus hin oder fliegt ihr? Ja, ja. mit dem Bus. Nein. Dann schlafen wir alle auf dem Bus. Das sind so Betten oben und unten so Sitze. Ihr fahrt alle in einem Bus? Ja. Also und die Babys mit dabei. Oh ja, mein Gott. Ihr habt ein Baby süß, habt ihr hier mit hinten? Ja, ja. ja wie ein halbes Jahr oder so. Abends und so. Also gestern Abend sind schon alle aufgeweckt. Ja? Wie viele Babys habt ihr denn an Bord jetzt? Zwei. Zwei. Ja. Und ihr fahrt, passt ihr alle in einen Bus? Jetzt noch, ja. Ja. Was heißt das jetzt noch? Tja, Angelo wird zum zweiten Mal ihr Vater. Ja. Und wenn es so weitergeht, dann. Noch ein weiterer Bus. Zwei Büsse. Kriegt man nicht Stress, aber wenn ihr das so viel in einem Bus und auch da drin schlaft, gibt es ja nicht Zoff? Absolut, ja. ja. Wenn der Kind anfängt zu weinen und so, dann, ich denke, ich flippe aus. Wirklich? Ich kriege nie Kinder. Ich habe gedacht, ich will nie Kinder haben. Das sagt man so und dann gibt man ein Autogramm irgendeinem Fan, den man nicht kennt und schon. Hast du das schon gemacht? Ja? Nein. Verstehe, Harald. Ja. Ich lese es immer nur. Übrigens, ja. was ja? ich sagen wollte, die ganze Werbungssache, das ist ganz toll. Wir wollen auch das Gleiche machen. Wenn ihr unsere Single kauft, kriegt ihr eine freie Karte für das Konzert. Habe ich gedacht, als Werbung. Und schaut hat mal, aber gezündet. Wenn ich einfach mal so frech sein darf. Kauft unsere CD. Sag mal, braucht ihr es? Ja. Ihr seid doch wahnsinnig erfolgreich. Ja. What's the matter? Ist das so ein bisschen Slang? What's the matter? Ja, I have learned in my English book, what's the matter? 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 Und wieso heißt das hier La Patata? Das klingt italienisch. Das ist ein... Spanisch. Ah, Spanisch. Ja. Patata ist Spanisch. Die Kartoffel? Ja. Ja, genau. Wir haben das eigentlich nach einem Restaurant benannt, der in Köln... Ja? Ja. Spanisches Restaurant? Ja, es ist ein spanisches, portugiesisches Restaurant. Ja. Und wir haben uns immer da getroffen. Und das war in der Zeit, wo wir die dreijährige Pause hatten. Ja. Und wir wussten nicht, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Und da haben wir auch zwei Verlobungen gefeiert. Wir haben uns nicht gedacht, dass wir irgendwie einen tiefgründigen, irgendwie...
Plattentitel oder sowas. Genau, ja. Da haben wir das La Patata. La Patata. Das hat irgendwie... Kann man auch nach Sex Guinness noch aussprechen. Leh mal La Patata auf. Also, das sind die Platten. Das hier ist die CD mit 14 Songs. Ja. Ja. Ja? Gibt es auch für eure Konzerte noch Karten oder ist da schon alles ausverkauft? Da ist teilweise ausverkauft, aber teilweise gibt es noch Karten. Verstehe. Wisst ihr zufällig, wo es noch Karten gibt? Nein. Oder sagt da, wo ausverkauft ist. Nein. Wir haben nicht so viel Zeit. Ja, das ist. Aber ich meine, es läuft ja gut, wenn ihr international unterwegs seid, oder? Na? Also auch in der Schweiz? Nein, ganz ehrlich, wir können nicht meckern. Also, ja. Wir können nicht meckern. Nach so vielen Jahren schaffen wir aber es. Aber ihr müsst ja alles teilen. Durch wie viel müsst ihr teilen? Ja, durch 10. Nee, im Moment. 6. Ja, Papa ist jetzt krank, deswegen durch 9. Oh, das war gemein. Okay, er hört es ja nicht. Nein. Das heißt, kriegt jeder dasselbe bei euch? Jeder kriegt dasselbe, absolut. Habt ihr da Kontrolle oder sagt euch das Angelo? Also, nein. Das kommt drauf an. Wenn es keine Kontrolle gibt, dann... Aber Fighting Irish. Ja, das ist schön, das ist Fighting Irish. Es gibt wirklich, jeder kriegt das Gleiche. Ja, das ist eigentlich toll. Ja. Und ich meine, ihr seid jetzt schon seit Jahrzehnten auf Tournee und so, und es gibt mal Zoff, aber ihr müsst euch im Grunde doch gut verstehen, sonst hätte es nicht so lange geklappt. Wir verstehen uns genug, um auf Tour zu gehen und genug eine Platte zu machen. Und das ist die Hauptsache, und live aufzutreten. Okay. Das ist das aktuelle Album, meine Damen und Herren, La Patata. Und das hier ist die aktuelle Single, die wir jetzt live hören. What's the matter, people? The Kelly Family! Kelly Family! La Patata! What's the matter, you people? Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Morgen Abend Oliver Geissen, Mehmet Scholl, meine Damen und Herren, und die Sportfreunde Stiller. Gute Nacht. Will sie auch? Ja. Irgendwo werden sie kleben bleiben. Mein Lieblingsgag lange Zeit von Otto mit Uhu. Schon mal erzählt? Nee, mach mal. Hallo, Vicky. Hey! Ein Uhu. Ja. Wieso ist er nicht in seiner Tube? Lange Jahre. Voller. Hier geht's um Vernichtung Gehirnzellen. Das lass ich lieber weg. Herr Westermann, Uhu und das mach ich lieber nicht, oder? Ja, ne, ich verstehe. Das geht aber. Coca-Cola, die haben Humor. Die sind auch nicht so mächtig. Nö. Das geht. Handeln und genießen Coca-Cola mit dem Slogan: Mit jeder Dose Coca-Cola, die Sie trinken, verkauft Pepsi eine Dose weniger. Nokia. Und eine Bemerkung über Mitbürger aus Südeuropa, die zwar zur NATO gehören, aber unter Menschenrechtsgesichtspunkten noch das ein oder andere Formular für die EU ausfüllen müssen. Thüris Grant. Herr Westermann? Auch, ja. Sie haben ja auch Glasscheiben. Und das geht. McDonald's. McDonald's kann man... Ah, die haben echt Humor. Die haben absolut Humor. Total. Also die, wenn eine Firma Humor hat, dann ist McDonald's. Ja, absolut. Nicht umsonst gehe ich dort jeden Tag essen. Mit dem Kaffee von Burger King gehe ich zu McDonald's rein. Also McDonald's, die haben absolut Humor. Ja, die fordern immer Kassetten an, wenn man sie wieder irgendwie beleidigt hat. Na, was heißt beleidigt? Wenn wir einen Scherz gemacht haben, der von kleineren und armseligeren Unternehmen sofort den Justiziar, wie diese eine Handtaschenfirma aus München. Ja, genau. Oder diese bröselnde Keksfirma aus Schleswig-Holstein. Ja. Die können sich Prozesse gegen uns überhaupt nicht leisten. Auch aus Biedermann und die Brandstifter. Wenn Herr Biedermann es sich leisten kann, einen Prozess zu verlieren oder zu gewinnen, für jeden Big Mac, den Sie essen, roden wir für Sie einen Quadratmeter Regenwald. Das finden wir richtig gut. Wie heißt die Hauptstadt von Syrien? Ist das nicht Dar es Salaam? Damaskus, glaube ich, oder? Ach klar, Damaskus. Ja. Wo ist Dar es Salaam? Irgendwo in Afrika. Nicht irgendwo in Afrika. Dar es Salaam ist die Hauptstadt von... Na, wenn ich es wüsste, würde Weißt du das? Elfenbeinküste? Nein. Was ist das? Jetzt der neue ZDF-Intendant, Heinz Krombacher. Mit Bindestrich, das irritiert mich.
Krombacher. Na, ist okay, sonst wäre es Schleichwerbung. Günther Jauch wirkt für Krombacher. Ja. Man bringt das ja nicht mehr. Günther Jauch wirkt für Krombacher. Franz Beckenbauer wirbt für die Deutsche Postbank. Ja. Und Thomas Gottschalk hat mal diese Kinonächte ohne Werbung für Kulmbacher gemacht. Genau. So, jetzt haben wir es. Und Krombacher, das wissen Sie, pro Kasten, der gekauft wird, muss nicht mal getrunken werden, genügt einfach gekauft, wird ein Quadratmeter Regenwald gerettet. Und das hat viele Firmen auf die Idee gebracht, jawohl, das machen wir auch. Der Slogan heißt Handeln und Genießen. Wir genießen das Bier und handeln für die Natur. Das sagt auch IKEA. IKEA ist auch eingestiegen. Das ist die neue Aktion von IKEA. Handeln und genießen, entdeckte Möglichkeiten. IKEA sagt, für jedes IKEA-Regal, das Sie auf Anhieb zusammenbauen, bekommen Sie von uns einen Kasten Krombacher. Handeln und genießen. Bei IKEA-Bau. Dann Beefy, die fantastische Salami. Oh, 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 ich glaube, das mache ich nicht mit so heikel. Das könnte Ärger geben. Es gibt juristisch häufiger mal Ärger, meine Damen und Herren. Nicht nur juristisch Ärger, sondern auch Firmen stornieren Werbekontingente. Wenn man, wir sind da sehr unsicher. Wir haben unseren Showanwalt, Herrn Westermann, mit dabei. Namens Herr Westermann. Herr Westermann ist der Showanwalt, der 24 Stunden am Tag bei uns im Dienst ist. Ich weiß nicht, ich sag's mal andeutungsweise, der Zusammenhang zwischen einer Salami und Tieren im Sinn von Hunde und Katze sollte besser nicht hergestellt werden, oder? Den lass ich, glaube ich, eher weg. Ja, lass mir. Ne. Hatten wir schon mal mit. Teewurst. Und das hier geht. Das ist Nike. Die sind locker, die sind super drauf. Eine tolle Firma. Nike, handeln und genießen mit der großen Aktion. Für jeden Turnschuh, den Sie kaufen, retten Sie ein thailändisches Billiglohnarbeiterkind vor der Arbeitslosigkeit. Das finden wir richtig gut. Schöne Sache. Eine sinnvolle Aktion gegen Arbeitslosigkeit. So, Uhu. Uhu will übrigens auch die drei Mädchen aus Metzingen genau. haben. Henkel will sie auch. Ja. Irgendwo werden sie kleben bleiben. Mein Lieblingsgag lange Zeit von Otto mit Uhu. Schon mal erzählt? Nee, mach mal. Hallo, Ricky. Hey, ein Uhu. Ja. Wieso ist er nicht in seiner Tube? Lange Jahre. Voll auf. Ein IKEA-Regal auf den Rücken und ab geht's in Gottes schöne Welt. La Patata ist das Album und What's the Matter You People ist die aktuelle CD. Herzlich willkommen von der Kelly Family, Mighty und Jimmy Kelly. Hallo Jimmy. Sagt man Mighty oder Maite? Maite. Ja. Maite, du bist die Einzige, die in Deutschland geboren wurde. Ja, in Berlin. Ja. Hast du einen deutschen Pass? Nee, aber ich könnte einen haben. Aber ich habe schon einen irischen und einen amerikanischen. Und ich glaube, drei darf man nicht haben. Aha. Ich glaube, sogar zwei darf man nicht haben, aber egal. Doch, 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 ich glaube schon. Ja? Ja. Wo bist du geboren? Ich bin in Spanien geboren. Bist du Spanier? Ich bin Irländer. Wieso seid ihr alle Irländer? Weil die Eltern Iren waren? Meine Eltern waren in Amerika geboren, aber unsere Großeltern waren in Irland geboren. Und einmal irgendeiner in Irland geboren, ist man immer. Einmal Ire, immer Ire. Das genau. ist Tradition. In Amerika, alle irische Amerikaner sagen, wir sind ja. irisch. Die fahren ja auch dann immer rüber zu dem St. Patrick's Day. Ja. Ganze Jumbos voll Irland. Wart ihr auch schon mal in den USA beim St. Patrick's Day? Ja, ja. Wir waren in New York. Schon ja. sogar die, ja. Der Rhein ist sogar grün. Der Hudson. Der Hudson. Ja. Der hat's. Ja, ja. Nee, stimmt. Ich bin schon so. Kein Problem. Nicht jeder ist fehlerlos wie ich. Ich bin schon so eingedeutscht. Ja, ich finde das toll. Ich finde das toll. Letzten Endes für uns Deutsche ist überall der Rhein. Ja. Jetzt seid ihr auf Tournee. Wo seid ihr in der Tournee? Seid ihr mittendrin oder habt ihr gerade erst angefangen? Wir sind mittendrin im Moment. Wo wart ihr gestern? Gestern in Braunschweig. Oh, ja. Schöne Stadt, wunderbare Stadt. Ja. Schöne Stadthalle? Nein, wir waren in so eine alte Disco. Alte Diskothek. So eine Fabrik. Ganz, es war eigentlich ja. sehr, sehr cool. So ein bisschen wie der Ölberg.
Ja? Ja, war ganz toll. Und wie sind eure Fans? Ich habe gesehen, ab 10 Uhr morgens waren schon wieder die Mädels draußen, haben gewartet. Aber sie haben also einen friedlichen Eindruck gemacht. Gut, sie waren auch bewusstlos durch die Hitze. Aber sind die Fans einigermaßen zivil jetzt geworden? Die sind ja viel, viel ruhiger geworden als früher, ja. Ja, ja, absolut. Wo seid ihr morgen? Wo spielt ihr morgen? In Prag. In Prag? Ja. Fahrt ihr da mit dem Bus hin oder fliegt ihr? Ja, ja. Mit dem Blut. Nein, dann schlafen wir alle auf dem Bus. Das sind so Betten oben und unten so Sitze. Ihr fahrt alle in einem Bus? Ja, also und die Babys mit dabei. Oh ja, mein Gott. Ihr habt ein Baby süß, habt ihr hier mit hinten? Ja, ja. Ja, wie ein halbes Jahr oder so. Abends und so, also gestern Abend sind schon alle aufgeweckt. Ja, wie viele Babys habt ihr denn an Bord jetzt? Zwei. Zwei. Und ihr fahrt, passt ihr alle in einen Bus? Jetzt noch, ja. Ja. Was heißt das jetzt noch? Tja, Angelo wird zum zweiten Mal ihr Vater. Ja. Und wenn es so weitergeht, dann... Oh, es war schon hier Joey. Ja. Heute Abend werden hier zu Gast sein Maite und Jimmy. Und die ganze Family wird hier sein. Heute bei uns The Kelly Family. Live. Das hier ist die brandaktuelle CD. Knaller. Album, ja. Knaller, Album. Sagt man nicht Album? Sagt man nicht CD zum Album? Ja, es sind ja beides CDs. Das eine ist das Album, das andere ist die... Das ist die Album-CD. Ja. Ja. La Patata, 0 auf 3 eingestiegen in die Charts. Und das ist die Brand-Mega-Knaller-Auskopplung als Single. What's the matter, you people? What's the matter? Sagt man das? Die Kellys werden wissen. Die sprechen ja Englisch. Ja, eben. Ich hätte gedacht, das heißt What's the matter? Aber wahrscheinlich ist das so Slang. Aber ich habe festgestellt, ungefähr 70% von dem, was ich sage, ist falsch in der Show. Gestern habe ich unser Team oben in der Regie beleidigt. Ungerechterweise natürlich. Ich habe doch hier Pumuckl hingestellt, unseren Liebling des Monats. Ja. Ja? Dann war dieses schöne, danke Sven. Und dann war dieses schöne Logo, wo heißt also Pumuckl. Ich stelle es weg und bin zu sehen. Und sage, habt ihr weggeschnitten meinen Fehler? Wir sind doch hier nicht bei WDR 3. Genau, da waren die beleidigt. Sehr waren beleidigt. Zu Recht. Ich habe mir das zu Hause angeguckt. Natürlich war es mein Fehler. Denn ich hätte das Bild stehen lassen müssen bis zum Schluss. Du hast es weggezogen, dann mussten sie schneiden. Sie mussten schneiden. Sie haben absolut super professionell reagiert. Mein Fehler. Ja, erster Fehler gestern. Von dem Kleinen will ich gar nicht reden, das war der erste große Fehler. Dann Helmut zu Unrecht beschimpft. Ja, ja. Wir beide. Ja. Wir beide Unrecht. Im Grunde kann man Helmut nie zu Unrecht beschimpfen. Nee, aber, nee. Aber gestern war das Thema, hat Schumi einen Stiefbruder? Ja. Und wir haben gesagt, nein. Aber im Grunde ist es ein Stiefbruder. Ja, ihr meintet Halbbruder, glaube ich. Ja, Halbbruder wäre, wenn der Vater oder die Mutter derselbe wäre, aber die Mutter und der Vater dann ein anderer. Ja. Das klingt einleuchtend. Ja, ja, ja. Ja. Und Stiefbruder, dadurch, dass der Vater Schumi eine neue Lebensgefährtin hat, die einen Sohn in diese Verbindung mit eingebracht hat, aber so wie bei Mette Marit, ja, genau, ist sozusagen der kleine Mette Marit. Wie heißt er eigentlich? Keine Ahnung. Mette Marit ist jetzt wieder mit dem Vater ihres Sohnes, also nicht zusammen, aber er tröstet, er passt auf sie auf, während Hawkhorn. Ja, Hawkhorn ist ja nicht da, so, er steht am Bett. Er steht am Bett und wacht. Ja, aber es geht ihr gut. Also ich meine, er bringt ihr Tee oder Blaubeersuppe oder was man in Norwegen so trinkt. Und bitte? Nicht ganz. Ich meine jetzt, ich bin noch beim... Schumi. Ja. Ja. Nicht ganz, Stiefbruder, weil die sind ja noch nicht verheiratet. Ja, eben. Die müssten heiraten. Ja. Übrigens, weißt du, wer auch Alpha Cup fährt? Wer? Einer unserer Gäste, Joey Kelly. Fährt auch Rennauto. Nein! Ja, ich habe mit dem zusammen trainiert. Das scheint ja immer mehr ein Prominentensport zu werden. Joey Kelly fährt, hast du es gewusst? Nee, ich wusste nur, dass er Triathlon macht. Ja, Triathlon. Ja, das auch. Das ist so wahnsinnig sportlich. Man lernt nie aus. Jetzt kommen wir zu unserer... Die FDP hat Ärger, habe ich jetzt gerade in Nachrichten noch gehört. Oh ja. Ja, und zwar ein Mitbürger, der, ich glaube, in Syrien geboren wurde, wollte in die FDP eintreten, war schon bei den Grünen. Ja. Und es gibt jetzt irgendwie bösen Ärger wegen antisemitischer Tendenzen. Sehr heikles Thema. Viele FDP-Mitglieder haben schon gesagt, wenn er kommt, treten wir aus. Jetzt, wo es gerade so gut läuft. Aber ich glaube, die FDP wird das alles geregelt kriegen, oder? Weiß man da Näheres über diesen... Ich glaube, er ist schon in der Partei, in der Nordrhein-Westfälischen. Und jetzt sagt man aber vielleicht dann doch besser nicht. Da muss man ihn ausschließen? Könnte man, ja. Das ist aber sehr heikel. Warum? Hat er was Konkretes gesagt, weswegen man ihn ausschließen müsste? Ja, er hat schon was sehr Eindeutiges gegen zionistische Umtriebe und sowas gesagt. Ach so, also das heißt, das wäre bei genauerer Prüfung auch für die FDP-Spitze dann schon ein Grund, wo man sagen könnte, man hätte vielleicht, aber weiß Möllemann davon Bescheid? Ja, natürlich, er ist doch irgendwie in der
Deutsch-Arabischen Liga. FDP. Bitte? In der NRW-FDP. Und in der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Ja, selbstverständlich. Er stellt Kontakt her. Sehr kompliziertes Thema. Bin ich froh, dass es nicht mein Thema ist. Man weiß ja heutzutage nicht mehr, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, was man wo sagen darf, was man leise sagen darf, was man denken darf, was man in Anführungszeichen sagen darf und vor allem Dingen, wo man sagen darf, da bin ich missverstanden worden. Ich bedauere das, ich nehme es inhaltlich zurück, aber bedauere die Form, in der ich es gesagt habe. Ich finde die Form übertrieben, stehe aber voll zum Inhalt. Ich halte den Inhalt für fragwürdig, bin aber der Meinung, dass man über Form reden können muss. Ich habe formal vielleicht zu falschen Mitteln gegriffen, würde aber inhaltlich das Gleiche wieder tun. Aber alles das muss man parat haben, um nicht sozusagen permanent verhaftet zu werden. Genau. Ja. Kann ich eigentlich noch zum Beispiel sagen, was ich toll finde, ist, dass zum Beispiel Rainer Kallmund gestern sich extra als Schotte verkleidet hat, um mitten im Spiel aufs Feld laufen zu können. Das ist toll. Gute Idee. Hat auch nichts gehört, aber. So, wenn morgen Bundestagswahl wäre, welche Partei würde unser Studiopublikum wählen? 214 Wahlberechtigte, 189 gültige Stimmen, 88,3%. Eine relativ schwache Wahlbeteiligung. Unter 90, ja. CDU, CSU 26,5%, SPD 21,7%, Grüne 19%, FDP 28%. Und PDS 4,8%. Das heißt, ich glaube, eine Premiere. FDP zum ersten Mal stärkste Partei. Ich glaube, einmal hatten die schon, da hast du auch vorher gesagt, ich glaube, ich kotze, hatten die über 35. Ja. Und PDS nicht mehr im Deutschen Bundestag. Zählt da nicht diese Ossi-Klausel noch, dass wenn die da... Was soll eigentlich dieses diskriminierende... Okay. La Patata ist das Album. Und What's the Matter, You People ist die aktuelle CD. Herzlich willkommen von der Kelly Family, Mighty und Jimmy Kelly. Jimmy, sagt man Mighty oder Maite? Maite eigentlich. Maite. Ja. Maite. Du bist die Einzige, die in Deutschland geboren wurde. Ja, in Berlin. Ja. Hast du einen deutschen Pass? Nee, aber ich könnte einen haben. Aber ich habe schon einen irischen und einen amerikanischen. Und ich glaube, drei darf man nicht haben. Aha. Ich glaube, sogar zwei darf man nicht haben, aber egal. Doch, ich glaube schon. Ja? Ja. Wo bist du geboren? Ich bin in Spanien geboren. Bist du Spanier? Ich bin Irländer. Wieso seid ihr alle Irländer? Weil die Eltern Iren waren? Meine Eltern waren in Amerika geboren, aber unsere Großeltern waren in Irland geboren. Und einmal irgendeiner in Irland geboren, ist man immer... Einmal Ire, immer Ire. Das genau. Ist die Tradition. In Amerika, alle irische Amerikaner sagen, wir sind ja irisch. Die fahren ja auch dann immer rüber zu diesem St. Patrick's Day. Ja. Ganze Jumbos voll Irland. Wart ihr auch schon mal in den USA beim St. Patrick's Day? Ja, wir waren in New York. Ja. Schon ja. Sogar die, ja. Der Rhein ist sogar grün. Der Hudson. Der Hudson. Ja. Der hat's. Ja. Nee, stimmt. Ich bin schon so. Kein Problem. Nicht jeder ist fehlerlos wie ich. Ich bin schon so eingedeutscht. Ja, ich finde das toll. Ich finde das toll. Letzten Endes für uns Deutsche ist überall der Rhein. Ja. Jetzt seid ihr auf Tournee. Wo seid ihr in der Tournee? Seid ihr mittendrin oder habt ihr gerade erst angefangen? Wir sind mittendrin im Moment. Wo wart ihr gestern? Gestern in Braunschweig. Oh, ja. Schöne Stadt, wunderbare Stadt. Ja. Schöne Stadthalle? Wir waren in so eine alte, Disco. Alte Diskothek. So eine Fabrik. Ganz, es war eigentlich ja. Sehr, sehr cool. So ein bisschen wie der Ölberg. Ja? Ja, war ganz toll. Und wie sind eure Fans? Ich habe gesehen, ab 10 Uhr morgens waren schon wieder die Mädels draußen, haben gewartet. Aber sie haben also einen friedlichen Eindruck gemacht. Gut, sie waren auch bewusstlos durch ja. Die Hitze. Aber sind die Fans einigermaßen zivil jetzt geworden? Die sind bei uns? Ja, viel, viel ruhiger geworden ja. Als früher. Ja, ja. Ja absolut. Wo seid ihr morgen? Wo spielt ihr morgen? In Prag. In Prag? Ja. Fahrt ihr da mit dem Bus hin oder fliegt ihr? Ja, ja. Mit dem Bus. Nein, dann schlafen wir alle auf dem Bus. Das sind so Betten oben und unten so sitzen. Ihr fahrt alle in einem Bus? Ja, also und die Babys mit dabei. Oh ja, mein Gott. Ihr habt ein Baby süß, habt ihr hier mit hinten? Ja. Wie ein halbes Jahr oder so. Abends und so, also gestern Abend sind schon alle aufgeweckt. Ja? Wie viele Babys habt ihr denn an Bord jetzt? Zwei. Ja. Und ihr fahrt, passt ihr alle in einen Bus? Jetzt noch, ja. Ja. Was heißt das jetzt noch? Tja, Angelo wird zum zweiten Mal ihr Vater. Ja. Und wenn es so weitergeht, dann. Noch ein weiterer Bus. Zwei Büsse. Kriegt man nicht Stress, aber wenn ihr das so viel in einem Bus und auch da drin schlaft, gibt es ja nicht Zoff? Absolut. Ein Titel wäre schon nicht schlecht gewesen, aber
vielleicht im nächsten Jahr. Und große Arbeit, meine Damen und Herren, nach diesem Spiel, ja, hat unser lieber Freund Günther Jauch geleistet. Haben Sie es gesehen, das Interview mit Klaus Toppmöller? Er hat mit Klaus Toppmöller im Grunde so gesprochen, wie er mit einem Kandidaten spricht, den er mit 50 Euro und er hat noch alle drei Joker nach Hause schickt. Dann haben Sie die Ehrentribüne gesehen, unser Ministerpräsident Wolfgang Clement, Gerhard Mayer-Vorfelder, Sepp Blatter. Ja, es ist Interpol. Ja, und für Gerhard Mayer-Vorfelder war es ja nicht nur das dritte Endspiel in wenigen Tagen, sondern es war auch mal wirklich eine Erholung vor der Verfolgung durch die Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Bisschen abschalten, auf andere Ideen kommen. Rainer Kallmund wurde gesehen direkt nach dem Spiel, wie er sein Handy genommen hat und gesagt hat, hör mal, Jung, guckst du noch? Ich habe jetzt gerade gesehen in der Tagesschau, er möchte Ulf Kirsten überreden, noch ein Jahr länger zu spielen. Dann wäre Ulf 37. Vielleicht holt er auch Manni Burgs wieder zurück. Und glaube ich 42, als er bei Bremen aufgehört hat. Meine Damen und Herren, haben Sie den neuen Stern gesehen? Haben Sie dieses Titelbild gesehen? Bild fragt heute zu Recht, darf man den Kanzler so abbilden? Ich weiß nicht, ich finde es unter künstlerischen Gesichtspunkten nicht schlecht. Ja? Das Feigenblatt ist, glaube ich, nur dran, damit die Diskussion über die gefärbten Haare nicht wieder losgeht. Nächste Woche veröffentlicht der Stern übrigens die Tagebücher von Edmund Stoiber. Das wird dann auch ein Knaller. Und der Stern muss damit rechnen, dass er juristischen Ärger bekommt, weil Guido Westerwelle möchte auch nackt auf den Titel. Komplett. Ohne alles. Helmut Schabert und Ben! Heute Abend haben wir eine der erfolgreichsten Bands der letzten Jahre zu Gast, meine Damen und Herren. Sie waren schon, es war schon hier Angelo, es war schon hier Joey. Ja. Heute Abend werden hier zu Gast sein Mighty und Jimmy. Und die ganze Family wird hier sein. Heute bei uns The Kelly Family. Live. Verkleidet hat, um mitten im Spiel aufs Feld laufen. Also eigentlich so. Gute Idee. Hat auch nichts gehört. So, wenn morgen Bundestagswahl wäre, welche Partei würde unser Studiopublikum wählen? 214 Wahlberechtigte, 189 gültige Stimmen, 88,3%. Eine relativ schwache Wahlbeteiligung. Unter 90, ja. CDU, CSU 26,5%, SPD 21,7%. Grüne 19%, FDP 28%, und PDS 4,8%. Das heißt, ich glaube, eine Premiere. FDP zum ersten Mal stärkste Partei. Ich glaube, einmal hatten die schon, da hast du auch vorher gesagt, ich glaube, ich kotze, hatten die über 35. Ja. Und PDS nicht mehr im Deutschen Bundestag. Zählt da nicht diese Ossi-Klausel noch, dass wenn die da... Was soll eigentlich dieses diskriminierende Vokabular, diese Ossi-Klausel? Was soll das denn sein, Ossi-Klausel? Reicht das nicht, wenn die in den neuen Bundesländern über 5% haben? Dann sagst du was. Wer könnte das denn wissen? Weiß das jemand von Ihnen? Genügt das, wenn die PDS in den neuen Bundesländern über 5% hat? Nein. Nein. War das mal so? Ja, vielleicht als Starthilfe fürs erste Mal, oder? Ja. Wir arbeiten hier das ganze Grundgesetz auf. Genau. FDP stärkste Partei, da fragt man sich natürlich nach den heutigen Querelen, obwohl oder gerade weil. Eben. Vielleicht treten mehr ein als aus. Vielleicht muss Westerwelle eine Drehtür anbringen. Aber haben sie wahrscheinlich. 28%. Formal sicher diskussionswürdig, aber inhaltlich doch eher zweifelhaft. Genau. Inhaltlich durchaus zu überprüfen, formal unter keinen Umständen akzeptabel.
formal die Grenze der Toleranz weit ausweitend, inhaltlich in einem Bereich, wo ich als Demokrat sagen muss, Mahlzeit. Diese ganzen Floskeln, wir brauchen mal so ein Floskellexikon, wie ich in der deutschen Mediengesellschaft überleben kann, ohne dass ich ständig einen Staatsanwalt in meinem Nacken spüre. Mit einem Vorwort von Gerhard Meyer-Vorfelder. So, jetzt kommt das Klassenbuch, meine Damen und Herren. Gerade in unserer Klassengesellschaft ist es immer wichtiger, ein Klassenbuch zu führen. Das ist mein Lieblingssatz von Max Frisch. Ja, welcher? Ja, aus dem Stück Biedermann und die Brandstifter. Wir haben doch keine Klassengesellschaft mehr. Ich bedauere sehr, dass gerade in den unteren Klassen immer wieder von Klassengesellschaft geredet wird. Ja, Müntefering ist im Grunde eine Art Klassenkasper. Weil er noch so mit diesen Holzhackersätzen dran glaubt. So, Thema heute, Kanzler. Nackt.